Hallo und willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute geht es um die Herstellung eines natürlichen Dünger für Zimmerpflanzen und Gartenpflanzen. Aus dem Abfallprodukt einer in deutschen Haushalten sehr beliebten Frucht machen wir zusammen einen nährstoffreichen und ökologischen Dünger für unsere Pflanzen. Denn jeder von uns isst im Jahr durchschnittlich 100 Bananen. Unglaublich, oder? Und die meisten schmeißen die nährstoffreiche Bananenschale einfach weg. Dabei enthält die Bananenschale sehr viel Magnesium, Phosphor, Calcium und Kalium. Alles Bestandteile für ein hervorragendes natürliches Düngemittel. Um den Pflanzendünger selber zu machen, schneiden wir die Bananenschale zuerst einfach klein. Dafür kann man eine Haushaltsschere, ein Messer oder auch eine Gartenschere benutzen. Einfach wie man möchte. Wichtig dabei ist, dass nur Bio-Bananen für diesen Zweck verwendet werden, da konventionelle Bananen mit Pestiziden behandelt sind und diese sich in der Bananenschale wiederfinden. Nach dem Kleinschneiden werden die geschnittenen Bananenschalen mit Wasser aufgegossen. Nicht zu viel Wasser verwenden, aber die Stücke sollten schon gut mit Wasser bedeckt sein, sodass sie im Wasser schwimmen, so wie hier zu sehen ist. Das Ganze lässt man dann über Nacht so stehen und am nächsten Morgen ist der natürliche Bananendünger schon fast fertig. Jetzt werden die Bananenstücke noch abgesiebt und fertig ist der flüssige Dünger für Zimmerpflanzen und Gartenpflanzen. Ich gebe den Bananendünger am liebsten mit in meine Gießkanne, damit ich alle Pflanzen damit gleichmäßig düngen kann. Ein Überdüngen ist übrigens mit dem Bananendünger fast nicht möglich und meine Pflanzen lieben es. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr meinen Kanal auch abonnieren. Mit einem Klick auf die kleine Glocke werdet ihr übrigens immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen, euer Alex.